Harmonisch möge es zugehen, das ist unsere tiefe Sehnsucht. Harmonisch mögen wir uns mit uns selbst fühlen. Harmonisch mögen andere sich auf uns einstimmen. Harmonisch wollen wir mit unserem Schicksal umgehen. Das ist eine tiefe Sehnsucht. Aber eine gewisse Disharmonie gehört auch zum Leben dazu. Man spricht so heute auch vom Einstimmen, in Tune sein, also eingestimmt sein, ein gut gestimmt sein. Das hat alles mit Harmonie zu tun und nicht umsonst sind heute öfter so Ausdrücke aus der Musik. In der Musik gibt es die Harmonielehre und irgendwo, wenn viele Instrumente zusammenspielen, damit es etwas Schönes wird, braucht es Harmonie. Wenn es aber nur Harmonie ist, wird es auch langweilig. Und so spielen die großen Komponisten auch ab und zu mal mit so kleinen Disharmonie und Kontrapunkten. So ähnlich auch. Ich meine, wir wollen, dass es grundsätzlich harmonisch zugeht. Wenn du verheiratet bist oder festen Partner, Partnerin hast, du willst irgendwo diese harmonische Gestimmtheit haben. Herzensverbindung willst du immer wieder herstellen. Mit Umarmung willst du immer wieder dich verbinden. Aber zu einer Beziehung gehört eben auch öfters dazu, dass man unterschiedliche entwickelt, dass es Disharmonien gibt, Dissonanzen. Wichtig ist, dass du auch das erfährst als Teil des Musikstücks des Lebens. Du hättest es gern, dass in der Firma oder in deinem Betrieb, dass es dort harmonisch zugeht. Dass du mit deinen Kollegen gut zurechtkommst, dass dein Chef ehrerbietig und freundlich, respektvoll mit dir spricht, wertschätzend mit dir spricht. Du willst, dass die Menschen aus anderen Abteilungen harmonisch zusammenarbeiten. Und natürlich hoffst du auf harmonische Geschäftsbeziehungen und du hoffst auf, dass auch es harmonisch ist mit der ganzen Gesellschaft. Und es ist gut, sich um Harmonie zu kümmern. Jedoch, man weiß auch, die effektivsten Teams in einer Firma sind nicht notwendigerweise die harmonischsten. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, eine der Zeiten, wo Yoga Vidya große Expansion hatte, war in Westerwald. Dort hatten wir ein großartiges Team. Wir haben toll zusammengewirkt, gerade das Kernteam. Zum Teil sind die ja immer noch da bei Yoga Vidya. Dieses Kernteam hat große Liebe gehabt und hat sich sehr wertgeschätzt. Aber harmonisch ging es dort nicht unbedingt zu. Der eine wollte dies, der andere meinte, so müssen wir es machen, der nächste meinte es so. Man Temperamentunterschiede und so weiter. Aber wir haben uns alle sehr geschätzt und letztlich geliebt und bis heute ist diese Liebe weiter da. Aber wenn du irgendwo vorankommen willst, muss die Harmonie ergänzt werden durch Disharmonien. Wenn alle mit ihrer Meinung zurückhalten des lieben Friedenswillens, hilft es auch nicht weiter. Die schlechtesten Entscheidungen werden immer dann getroffen, wenn zwar unterschiedliche Meinungen da sind, aber aus Harmoniegründen Menschen diese nicht sagen. Sei also vom Grund her gut gestimmt mit anderen. Eine Grundharmonie ist gut. Eine Grundliebe, eine Grundherzensverbindung und letztlich auch ein Respekt. Und dann inmitten dieser Grundharmonie ist es durchaus gut, wenn es dort Dissonanzen gibt. Harmonie und Liebe muss so groß sein oder kann so groß sein, dass sie mit Dissonanzen besonders gut umgeht. Was meinst du dazu? Schreib es doch in die Kommentare. Oder klicke auf Daumen hoch, von mir aus auch Daumen runter oder gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder schreib etwas Ergänzendes hinein, was du vielleicht anders siehst. Danke, mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de.